Hallöchen, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich muss ein wenig schmunzeln. Ich habe gerade gesehen, dass diese Wurzel hier doch ein bisschen witzig aussieht. Und ja, da musste ich gleich von Anfang an schon mal lachen. Ja, ist mir so vorher eigentlich noch nie aufgefallen, aber na ja, gut, okay. Ja, ihr Lieben, ich habe mir gedacht, wir schauen uns die Wochenendtendenzen an und gucken mal, was das Wochenende so bringt. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du bitte um. Und das Reading ist halt los, bedeutet dann, wenn du es findest, kann das nächste Wochenende für dich wichtig werden. So, starten wir. Wochenende, was sollst du wissen? Leider ist es heute doch ein bisschen spät geworden. Ich kann es leider nicht ändern. So, wir haben hier die Kraft. So, was haben wir hier noch? Königin der Kelche. Der Narr, okay. Der König der Kelche. Hier haben wir ein Pärchen. Ja, ja, ja. Die vier der Stäbe. Wow. Und die acht der Stäbe. Geile Energie. Sieben der Münzen im Unterdeck. Also, was ich hier habe für dich tatsächlich fürs Wochenende. Du wirst hier extrem gute Nachrichten bekommen, die dir einen Neubeginn kreieren. Es kann sein, dass sich jemand meldet, der dir wirklich am Herzen liegt. Ja, wir haben hier das Wasserelement und auch Löwe vom Sternzeichen, was wichtig werden kann. Also Krebs, Fische, Skorpion und Löwe. Die Sternzeichen machen wir aber noch, ja. Also das Ding ist hier, tatsächlich geht es hier um einen wirklich kraftvollen Neubeginn, der hier startet. Es kann auch sein, dass du dich mit irgendetwas Neuem, Spirituellem beschäftigst das Wochenende. Es kann auch um eine Feier gehen oder um eine Festlichkeit gehen, wo du mit einem Pärchen zu tun hast. Hier sind richtig schöne Unterhaltungen, eine lange Zeit, die man miteinander verbringt. Und hier haben wir auch etwas, worauf du lange gewartet hast, kehrt jetzt am Wochenende zurück oder kommt jetzt am Wochenende in Fahrt, ja. Die Acht der Stäbe kann hier auch um eine Zusage sich handeln bezüglich einer Einladung, eines Treffen. Ja, also auch das habe ich hier drin. Eventuell ist es aber auch so, dass du merkst, dass du dieses Wochenende tatsächlich Bock hast, einfach irgendwelche Abenteuer zu erleben. Ja, und einfach hier so ein bisschen auf die Piste zu gehen und ja, vielleicht zu feiern, ja. Die vierte Stäbe ist auch immer so die Karte der Feierlichkeiten, aber hier auch eben der Versöhnungen, ja. Es kann sein, dass du hier wirklich auch einen neuen Menschen kennenlernst, hier in ein sehr, sehr schönes Gespräch verwickelt wirst sozusagen und das dir wirklich hier ganz, ganz viel Leichtigkeit bringt, ja. Dieses Wochenende zeigt sich hier echt, ja, ziemlich stark an, ziemlich auch leicht, ja, also mit dem Narren ist hier so eine kleine alberne, aber auch eine chaotische Energie mit drin, gleichzeitig die ganz, ganz viel Spaß bringt, ja. Eventuell auch, auf, wie gesagt, auf einer Feier oder auf einer Festlichkeit, ja, ich habe das hier auch so, dass du hier mit deinem Herzensmenschen eventuell wirklich schöne Gespräche führst, ja, dass sich hier jemand wieder meldet. Die Anziehung ist einfach sehr, sehr kraftvoll und du bist hier eventuell auch aufgefordert. Oh je, je. Ach, ihr Lieben, ey. Ja, nach müde kommt doof. Bitte denkt euch da gar nichts bei. Ja, ich habe einfach wirklich wenig Schlaf gehabt die letzte Zeit. Auf jeden Fall bist du hier aufgefordert, in irgendwas dich in Geduld zu üben oder du musstest dich lange in Geduld üben, ja, und jetzt kommt wirklich etwas in Fahrt und das kann hier mit den Acht der Stäbe etwas sehr Rasantes sein. Ich habe hier auch neue Verträge, die hier auf dich zukommen, wie gesagt, Zusagen, die auf dich zukommen, eine Einladung, ein Treffen, viel Kommunikation, auch mit Familie, Freunde, Bekannte. Ja, gleichzeitig habe ich hier auch sogar einen Arbeitskollegen, der hier unheimlich interessiert an dir sein könnte, wo es hier auch eine neue Kommunikation zustande kommt, wo du sagst, wow, okay, hört sich irgendwie abenteuerlich an. Ja, also es kann sein, dass du irgendeine Einladung dieses Wochenende noch bekommst, ja, wo du sagst, okay, das ist so ein Abenteuer für mich, ja, das habe ich hier so irgendwie noch nicht erlebt, irgendwie, ja, ist es spannend und das fordert mich irgendwie auch raus, aber gleichzeitig im positiven Sinne, ja. Okay,
auch sehr emotional. Ich habe das Gefühl, eventuell werden einige von euch hier auch, wir haben das wieder, also falls du in einer Beziehung bist, könnte es hier auch um einen Antrag gehen, auf den du lange gewartet hast. Es kann hier wirklich auch sein, dass du hier ein paar Tränchen vergießt, weil du hier etwas Gutes erfährst, was mit deiner Familie oder einem Bekannten- oder Freundeskreis zu tun hat. Ja, es kann sein, dass jemand zum Beispiel schwanger ist. Es kann sein, dass jemand heiratet. Ja, also hier haben wir auch sehr, sehr viel Emotionen, die ich hier wahrnehme. Ja, du selbst bist dieses Wochenende auch wirklich extrem kraftvoll. Ich habe dich hier sehr emotional gleichzeitig wirklich so in dieser Energie der Leichtigkeit, ja. Also du versuchst ja auch wirklich in der Leichtigkeit zu bleiben, auch wenn die Dinge manchmal nicht so funktionieren, wie du es dir gerne wünschst, ja. Vielleicht am Wochenende ist auch das eine oder andere, wo eine Schwierigkeit aufkommt. Trotzdem bleibst du hier wirklich in der Gelassenheit und wir sehen hier auch die guten Nachrichten. Also es endet hier wirklich zum Positiven. Also es wird rundum echt ein schönes Wochenende, muss ich sagen. Ja, jetzt ziehen wir noch ein, zwei Karten, würde ich sagen. König der Kelche könnte jemand sein, tatsächlich, der ein bisschen jünger ist als du. Ich habe ihn hier irgendwie jünger wirkend, als er vielleicht aber auch ist. Ja, also er könnte jünger sein oder jünger wirken. Ich habe hier jemanden, der vielleicht mittelblond bis dunkelhaarig, so dunkelblond vielleicht ist. Ja, es kann auch sein, dass er eine recht bräunlichen Ton hat, ja, also eine dunklere Hautfarbe nehme ich ja auch noch wahr für den einen oder anderen, muss aber nicht sein. Dann kommt mir tatsächlich rein, dass dieser Mensch eine Rippenfraktur in der Vergangenheit gehabt haben könnte, also mir kommt hier irgendwie die Rippenfraktur rein, also ein Rippenbruch, ja, es kann auch sein, dass hier irgendjemand eine Narbe quasi an den Rippen hat, ja, also das kann ja auch noch möglich sein. Dann habe ich hier auch jemanden, der wirklich das Herz am rechten Fleck hat. Mit dem kannst du viele auch erotische Abenteuer, nehme ich hier wahr, ja, also die du mit diesen Menschen erleben kannst. Es kann auch sein, dass hier extreme erotische Kommunikation aufkommt, ja. Das habe ich hier auch fürs Wochenende tatsächlich für den einen oder anderen. Und er scheint hier auch eine recht sensible Seele zu sein, ja. Also ich habe hier eine sehr starke Seele, aber auch gleichzeitig eine sehr sensible Seele. Jemand, der auch sehr ruhig sein kann, also so dein Ruhepol vielleicht, ja, das kommt mir hier auch rein. Und es kann sein, dass ihr tatsächlich einen Bezug, also nicht einen Bezug, sondern es kann sein, dass ihr gemeinsam in einem Zoo wart, also was jetzt nicht so unüblich ist, aber was mir auch reinkommt, ist, dass irgendwie ein Zoo eine größere Rolle spielt. Ja, vielleicht gab es da mal eine Kommunikation, die da stattgefunden hat, die sehr wichtig ist. Oder du warst tatsächlich vor kurzem im Zoo, dann kann das ja auch nochmal ein wichtiger Impuls für dich sein. Oder du wohnst in der Nähe vom Zoo. Ja, also mir kommt der Zoo heute rein. Es kann auch sein, dass sich hier jemand beobachtet, ne? Also das ist jetzt auch noch eine Botschaft, die ich hier reinkriege. Was haben wir hier? Die Hohepriesterin, ja. Also du bekommst hier definitiv Botschaften über die Träume, über Zahlen, über Buchstaben, ja. Also das ist hier auch ganz klar angezeigt. Und es ist so, dass du hier auch ja, deiner Intuition große Aufmerksamkeit schenken solltest, ja. Also du solltest versuchen, ja, wirklich aufmerksam zu sein, was so um dich herum dieses Wochenende passiert. Da liegen ganz viele Botschaften drin. Welche Tiere begegnen dir? Wie ist das Wetter? Mir kommt wirklich rein, also welchen Zahlen kommst du häufig in Begegnung? Zum Beispiel kann es sein, dass du die Null häufig siehst. Ja, dann steht hier kurz, also ein Neubeginn kurz bevor. Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das sind so die Dinge, die das Universum gibt. Ich habe ja auch das Gefühl, hier lüftet sich ein Geheimnis, ja. Für die einen oder anderen wirst du hier wirklich einen Grund zum Feiern haben, weil du hier etwas erfährst, worauf du lange gewartet hast. Auch eine Offenbarung. Ja. Es ist auch ein Genussmensch. Dein Gegenüber scheint ein Familienmensch zu sein, ein Genussmensch zu sein und gleichzeitig auch sehr reiselustig und abenteuerlustig zu sein. Ja, also dieser Mensch möchte gerne viel sehen oder auch viel erleben. Ja, vielleicht ist es auch, mir kommt noch die Safari durch. Also Zoo, Safari kommt heute auch noch durch.
Vielleicht eine Reise, Land Afrika kommt mir rein. Ja, also das sind alles nochmal so Schlüsselimpulse, die dir vielleicht helfen, hier zu schauen, ob du mit in Resonanz gehst. Das muss nicht für jeden stimmig sein, ja. Okay, gut. Was kriegen wir denn noch? Nee, das sind zwei. Ich möchte gerne nur noch eine Karte, bitte. Eine noch. Okay. Ja, das Ass der Kelche, ne? Hier geht es wirklich um eine neue Chance. Es geht um eine neue Beziehung, die hier vielleicht sich wirklich anzeigt für dich am Wochenende. Es kann sein, dass du merkst, dass da einfach jetzt wirklich ein Potenzial ist, weil jemand sich auch kommunikativ dir gegenüber öffnet. Ja, du hast da lange drauf gewartet und jetzt kommt wieder etwas ins Fließen. Auch das haben schon die letzten Orakel immer gezeigt, dass jetzt etwas einfach wieder zu fließen beginnt, ja, und etwas Neues wirklich startet. Ich habe hier für die einen oder anderen auch tatsächlich eine Feier mit einiges an Getränken. Ja, das heißt, dass man hier auch ordentlich vielleicht tankt, ja, also Alkohol tankt. Das kann ja auch für den einen oder anderen möglich sein. Und da ist es so ein bisschen so, dass du da aufpassen solltest. Hier liegt auch mir eine ganz, ganz leichte Katergefahr. Ja, also dass du dann so irgendwie so den nächsten Tag bist, ja. Und dich irgendwie nicht so aufraffen kannst. Und da könnte es auch sein, dass dann eine Kommunikation reinkommt und du bist überfordert. Das ist auch noch eine Information, die ich hier reinkriege. Für einige wird es auch so sein, dass du irgendwie dieses Wochenende vielleicht wirklich irgendwas mit Wassersport zu tun hast oder du gehst ins Schwimmbad. Ja, das kann ja auch möglich sein. Irgendwie so ein Abenteuerschwimmbad könnte das sein, ja, wo viel Rutschen und sowas ist, vielleicht auch mit der Familie, mit den Enkelkindern, ich weiß es nicht. Auch da könnte es sein, dass du mit einem sehr interessanten Menschen ins Gespräch kommst. Ist ja auch noch eine Botschaft, die ich reinbekomme. Judy, dann schauen wir mal weiter. Ja, wir haben hier die Traurigkeit, das Verzweifelte, das On-Off, was hier in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich für dich immer wieder eine Rolle gespielt hat, wo ich aber das Gefühl habe, das löst sich jetzt nach längerer Wartezeit auch einfach auf. Ja, also hier kommt jemand aus dem Off raus, ja, und kommt ins On. Es kann aber auch sein, dass du einfach merkst, okay, die Traurigkeit, ja, vielleicht hast du auch wirklich in der letzten Zeit, weil wir immer wieder sehr viel Wasserelement hier liegen haben, ja, vielleicht warst du sehr nah am Wasser gebaut oder tatsächlich ist es auch so, dass du eine gewisse Traurigkeit in dir gespürt hast, ja, vielleicht auch wirklich irgendwie deine Kraft vermisst hast, deine Energy vermisst hast, Abenteuer vermisst hast, Aufregungen vermisst hast, ja, vielleicht auch Gesellschaft und das sehe ich hier, das kommt jetzt hier wieder zurück, ja. Vielleicht erwartest du auch irgendetwas, was einfach für dich irgendwie mit Traurigkeit zu tun hat, zeigt sich aber komplett positiv, ja, also auch das habe ich hier. Guck mal, hier haben wir die Versöhnung, das Rainbow Girl, die Lösungen, alle Kräfte wirken, ja, und hier ist ein großes Potenzial, auch einen neuen Menschen kennenzulernen. Ich habe hier wirklich einen sehr, sehr liebevollen Menschen, auch romantischen Menschen, der hier wichtig wird, ja. Es kann auch sein, dass dieser Mensch oder dass du tatsächlich eine Enkeltochter oder auch ein Kind hast, was im Alter zwischen, ich sag mal so 9 und 14 Jahre alt ist. Ja, das kommt mir heute durch. Das kann ja auch möglich sein. So, und hier haben wir noch tatsächlich die Stabilität, das Geschenk und finanzielle Themen. Es geht hier auch eventuell um eine Investition, ja, wo du hier vielleicht auch ein bisschen traurig bist. Hier kommen vielleicht Nachrichten rein, die erstmal so ein bisschen schwierig sein könnten. Allerdings habe ich hier tatsächlich, dass man hier eine Lösung findet, eine gute Einigung findet und dann auch, sage ich mal, einen Vertragsabschluss hier ja, macht, ja, also auch das könnte hier möglich sein. Für die einen oder anderen habe ich hier auch ein Präsent für dich liegen, das heißt, es kann sein, dass du unerwartet hier ein Geschenk bekommst, ja, vielleicht auch eine Flasche Wein, also ich kriege eine Flasche Getränk rein, die hier wichtig werden könnte, die du dann genießt, ja, vielleicht auch mit deiner Familie oder mit Freunden, ja, oder du lässt es dir auch jetzt am Wochenende einfach gut gehen. Generell kann es auch sein, dass du hier irgendwie traurig bist, weil du vielleicht das passende Möbelstück zum Beispiel nicht gefunden hast oder ein Gegenstand, der dir wichtig war, etwas, ein Kleidungsstück, ja, irgendwas, was dir am Herzen lag,
hast du vielleicht nicht gefunden und dieses Wochenende könntest du es wie durch den Zufall, ja, also alles fällt einem zu, was fällig ist, könntest du das doch noch finden und ein cooles Angebot bekommen, ja, also oder sehen, ja, im Internet oder so. Das habe ich ja auch noch für die ein oder andere. Dann kann es sein, ist eine geile Botschaft, habe ich auch noch nie reinbekommen. Es kann sein, dass du Geld findest, ja. Also Achtsamkeit wird dieses Wochenende auch wichtig. Wenn du unterwegs bist, achte mal darauf, ich habe hier, dass du hier tatsächlich Geld finden könntest, ja, was jemand verloren hat eventuell. Boah, das ist ja spannend. Hatten wir auch noch nie die Botschaft. So, schauen wir mal weiter. Ja, ich habe alle Karten weggeschmissen, ihr Lieben. Oh ja, schön. So, probieren wir es nochmal. Ja, und wir haben wieder das Triumphieren. Na, also irgendeinen Sieg wirst du hier davontragen. Also ich habe hier wirklich den Sieg für dich, ja. Und du wirst dich hier wirklich freuen. Also auch das zieht sich jetzt weiter hier durch. Und im letzten Orakel habe ich mich tatsächlich versprochen, also für alle die, die das mitbekommen haben, ich habe das Februar-Highlight gedreht und habe irgendwann wohl November gesagt, es tut mir leid, ich, wie gesagt, das Reading war auch sehr durcheinander, da war eine chaotische Energie am Start, ja, da möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen, das ist jetzt nur kurz ein Zwischenfall, weil ich hier gerade die Karte sehe und mich daran erinnere, dass ihr mir das geschrieben hattet und wie gesagt, das Triumphieren hier ist wirklich der Sieg, ja, etwas, was man, wo man eine Lösung findet, wo man sagt, okay, das ist für alle Seiten passend, ja, auch vielleicht in der Liebe, dass man jetzt hier versöhnliche Gespräche führen kann, dass man hier vor allen Dingen auch die Wahrheit spricht, ehrliche Emotionen ausspricht und ja, eventuell auch einen neuen Menschen kennenlernt und das ist eine ganz kraftvolle, also spirituelle Energie, die dazwischen euch herrscht. Es kann sein, dass da eine sehr, sehr starke Anziehungskraft ist. Oder auch, dass du das Gefühl hast, du kennst diesen Menschen schon ewig. Ja, das habe ich hier auch. Der Buchstabe T könnte für dich von Wichtigkeit sein. Vielleicht hast du es im Vor- oder im Nachnamen. Kommt hier rein. Dann haben wir hier die Granate. Ja, vielleicht lernst du wirklich eine Granate kennen. Ja, oder du bist eine Granate. Du hast dir dich vielleicht auch optisch transformiert. Du machst dich besonders schön. Du riechst besonders gut. Also mir kommt auch ein besonders angenehmer Duft rein. Ja, es kann sein, dass du es mit so einem Menschen zu tun hast. Auch das bekomme ich rein. Und hier wird wirklich etwas gereinigt und entgiftet. Ja, und das wirst du hier siegreich machen. Also es geht hier wirklich darum, es ist Zeit, sich von physischen und energetischen Giften in ihrem Leben zu befreien. Und genau das passiert hier am Wochenende. Du wirst es dir einfach gut gehen lassen. Du wirst ja auch in dich selber investieren, du wirst hier vielleicht auch Meditation machen, ja, einfach dir Ruhe gönnen, Auszeiten zwischendurch und alles einfach so ein bisschen gechillter ablaufen lassen, ja, auch das habe ich hier. Für einige wird das auch ein sehr einfach ruhiges, aber dennoch schönes Wochenende, ohne große Zwischenfälle, ist ja auch mal schön, ne? Auch hier kommt mir so wieder dieser Geldsegen rein, also es kann hier für einige wirklich auch um eine Investition gehen, die höher ausfällt, ja, wo man hier wirklich auch siegreich ist, ja, wo man sagt, wow, geil, das ist richtig gut, das bringt mir hier auch eine richtig gute Chance, es kann auch ein Auto sein, ja, weil wir hier das Pferd nebenbei haben, also in ein Auto investieren oder in etwas, was halt teurer ist, das habe ich hier auch für die einen oder anderen. Und es kann auch sein, dass hier wirklich im positiven Sinne eine Bombe platzt, ja, weil ich hier so die Granate reinbekomme. Und dass hier wirklich im Positiven die Bombe platzt und hier jemand wirklich die Gefühle offenbart, ja, und hier wirklich auch eine neue Chance sich zeigt. Okay, gut, dann schauen wir weiter. Oh. Hier haben wir den Storch, der natürlich für die Veränderung steht und für die Fruchtbarkeit. Der Bote des Frühlings kündigt eine neue und fruchtbare Phase an. Deine Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern. Also, das ist hier auch nochmal die Bestätigung, ja, dass das, was du dir jetzt so ein bisschen in die, ja, in deinen Kopf vielleicht auch zusammengeschmiedet hast, die Pläne, ja, die lassen sich hier umsetzen, ja, soll ich dir hier sagen. Und hier ging es auch ganz viel. Es kann auch zum Beispiel sein, dass du wirklich Detox machst, ja, das wird dir hier unheimlich gut tun, dass du auf gewisse Dinge verzichtest, ja, auf negative Menschen, auf wirklich Menschen, die dich immer wieder runterziehen, die deine Energie aussaugen, ja. Also du reinigst hier auch ganz viel. Es kann auch sein, dass du hier aufgefordert bist, wirklich mal deine Räumlichkeiten zu reinigen oder
auch zu räuchern, ja, das habe ich ja auch für einige. Und der Storch sagt, wie gesagt, die Fruchtbarkeit auch an, also Vorsicht, gerade wenn du hier in ein erotisches Abenteuer dich stürzt, kann es sein, dass es hier tatsächlich fruchtet, ja. Wie gesagt, auch die Information, dass hier jemand schwanger ist, könnte für dich von wichtiger Bedeutung sein. Das heißt, du bekommst die Nachricht, ja, dass du vielleicht Oma oder Opa wirst oder wie gesagt, Tante, Onkel, weiß was ich, ja, dass hier jemand schwanger ist und du freust dich, ne? Es kann auch sein, dass du jetzt einen Umzug planst, dass du dich quasi mit Immobilien beschäftigst, ja. Auch das könnte sein, und dass du jetzt quasi dein altes Umfeld, wo du wirklich vielleicht auch gemerkt hast, dass da wirklich giftige, negative Energien sind, hinter dir lässt, ja. Und vielleicht beginnt das sogar jetzt am Samstag, dass du sagst, Samstag ist Stichtag, ja, da packe ich meine Sachen und dann geht's in eine neue Richtung. Auch sowas habe ich hier. Wir haben hier den Strauß und den Emu. Hier ist die Gerechtigkeit am Start. Finde ich mega geil. Dir widerfährt Gerechtigkeit. Eine strittige Angelegenheit wird fair und gerecht gelöst. Habe Geduld und bewahre das Vertrauen. Es kann sein, dass du hier wirklich, wie gesagt, erstmal Nachrichten bekommst, vielleicht auch am Wochenende, wo man erstmal denkt, okay, das ist jetzt irgendwie, das war nicht mein Plan, ja, das war irgendwie jetzt auch nicht so, ja, das war nicht zu deinem Gunsten, ja. Ich sehe, hier bleibt wirklich im Vertrauen, die Gerechtigkeit wird dir zuteil, ja. Und hier wird man eine Lösung finden. Also wir haben zweimal die Karte der Lösungen und es kann ja auch um was Finanzielles gehen, ja. Du brauchst hier vielleicht auch ein bisschen Geduld, ein bisschen Vertrauen und dann wirst du sehen, dass die Dinge sich hier wirklich in etwas Fruchtbares umwandeln, ja. Kann auch sein, dass es schon hinter dir liegt, dass, wie gesagt, keine fruchtbare Erde da war, ja, wo du hättest irgendwas drauf anpflanzen können, ja, und jetzt kommt die Gerechtigkeit, du bekommst diesen fruchtbaren Boden und kannst jetzt loslegen und kannst deine Samen sozusagen in die Erde sehen, ja, und zuschauen mit viel Geduld, was daraus entsteht, ja. Okay. Das ist ja mal spannend, ihr Lieben. Also wird ein schönes Wochenende. Das freut mich ziemlich, muss ich sagen, dass die Energie doch so positiv ist. So, dann haben wir hier die Bethany. Wenn du gut für dich sorgst, nützt das allen. Gönne dir heute etwas Entspannendes wie eine Massage oder ein Meersalzbad. Also für viele werdet ihr hier auch irgendwas, weiß ich nicht, ob ihr in ein Wellnessbad fahrt, in eine Therme oder so, ja. Also das könnte hier auch wirklich heilsam sein am Wochenende und vor allen Dingen gleichzeitig dich reinigen und entgiften. Also falls du noch gar nichts geplant hast und du siehst jetzt dieses Reading, dann wäre es vielleicht auch sogar eine Idee, ins Solebad zu gehen, in Therme zu gehen, ja, und einfach mal Seele baumeln lassen. Das wird dir unheimlich gut tun. Und es kann sein, dass du in diesem Moment auch Lösungen für dich bekommst in einer dir wichtigen Angelegenheit, sagt das Universum. Der Buchstabe B könnte auch wichtig sein. Dann haben wir hier O, Ozeana. Handle, du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Also es geht hier auch wirklich darum, Grenzen zu setzen, dich von gewissen toxischen Dingen abzugrenzen, liebevoll, ja. Und du hast ein gewisses Bauchgefühl und diesem Bauchgefühl darfst du hier vertrauen. Achte wirklich auf, also es geht um Achtsamkeit, es geht um auch die Spiritualität, die hier ja sozusagen höher werden möchte. Ja, du sollst eine Stufe höher steigen und dafür wirst du hier am Wochenende vorbereitet. So bekomme ich es rein. Gut, dann haben wir hier noch Fiona. Da du die Engel jetzt um Hilfe gebeten hast, öffne dich für göttliche Führung und Unterstützung. Du verdienst die Hilfe des Himmels. Ja, auch hier haben wir nochmal die Botschaft, dass du jetzt die Hilfe des Himmels bekommst. Ja, Gerechtigkeit wird dir zuteil. Der Buchstabe F könnte auch noch wichtig sein. Und ich glaube, hier hat dich schon jemand ordentlich gefoppt. Ja, also es kann sein, dass du dich hier über jemanden auch sehr geärgert hast. Man hat dich hier einfach warten lassen, ja. Und jetzt wirst du merken, wie die Gerechtigkeit zurückkommt. Auch das ist eine Botschaft, die ich hier reinkriege. So, schauen wir noch mit den Naturbotschaften. Die Fichte. Ich finde den Platz, an dem ich meine Qualitäten zum Erblühen bringen kann. Ja, also hier erblüht etwas. Ja, also das ist echt spannend. Also die Fichte, auch der Buchstabe F wieder, ne? Aus dem FF. Ich weiß nicht, irgendwas kommt da aus dem FF, wie aus dem FF gelernt. Ja, vielleicht auch wirklich Botschaften. Und hier läuft alles nach
Ja, Schema F irgendwie, ja. Also, aber nicht Schema falsch. Also ich habe das hier wirklich so, es läuft richtig gut. Ja, hier erblüht etwas und du wirst dich sehr, sehr freuen. Und du wirst auch deine Qualitäten, ja, werden sich verändern. Du wirst merken, wie du dich veränderst, ja. Vielleicht hat sich hier auch jemand anders sehr verändert und die Qualitäten dieses Menschen sind ganz anders geworden, ja. Nach einer längeren Pause zwischen euch beiden. Das kann ja auch möglich sein. Gut. Gefichte. So, was haben wir hier noch? Nochmal der Buchstabe F. Falke, Träger des Lichtes. Goldene Botschaften erreichen dich. Sei bereit für persönliche Vollendung. Alter, wie geil ist das denn, ihr Lieben, ey. Vielleicht hast du auch den F im Namen, ja, also oder mehrfach F, ja, wie zum Beispiel Hoffmann oder so, ja. Also wir haben hier ganz prägnant das F, vielleicht hast du es auch mit jemandem zu tun, der mit F heißt, ja. Und es ist irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, jetzt kommt die Vollendung, ja. Es ist, wir haben schon die ganze Zeit immer die Zahl der 9, etwas vollendet sich, ja. Und hier ist jetzt wirklich, sei bereit, die persönliche Vollendung ist voll im Gange, goldene Botschaften erreichen dich. Hammergeil. Ich lasse es auch so stehen, weil ich es einfach genial finde, ja. Mega. Vielleicht siehst du auch einen Falken. Das könnte hier für dich wirklich wichtig sein. Dann weißt du auch, wenn du jetzt am Wochenende einen Falken siehst, ja, dann hast du hier definitiv eine Botschaft drin. Und wenn du mit F, dein Name mit F beginnt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier für dich auch etwas sehr Wichtiges ist, ja. Schauen wir noch auf die Sternzeichen. Also Wasserelement ist sowieso dabei und Löwe haben wir. So, hier haben wir noch die Zwillinge. Hier haben wir die Schütze. Hier haben wir den Steinbock. Hui, hier haben wir Stier. Was ist hier? Widder. Und Skorpion. Und hier im Unterdeck habe ich noch die Fische. Also für diese Sternzeichen kann das hier wirklich ein wichtiges Orakel sein, aber auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann das hier wirklich ein wichtiges Orakel sein, ja. Die Sternzeichen können passen, sie müssen aber nicht immer passen, ihr Lieben, ja, ganz, ganz wichtig. Guti, schauen wir noch hoch auf die Zeitkarten. Jetzt bin ich gespannt. Universum, also man kann das Universum nicht irgendwie rechts überholen, ne? Das geht einfach nicht. Also man muss echt sagen, Anfang und Ende, also eine Zeitangabe haben wir hier nicht. Ich glaube, für viele wird das jetzt recht zügig passieren, denn hier steht, du bist frei in der Wahl des Zeitpunktes. Ja, es geht hier auch so ein bisschen um deine eigene Reinigung, um deine eigene Entgiftung und auch um deine eigene Ausrichtung, ja. Das haben wir hier auch. Hier ist Ende und Neubeginn angezeigt. Ich schaue mal, ob wir noch eine Zahlenbotschaft wenigstens bekommen. Ja, da haben wir die Zahl 6 und die Jungfrau, sammle die Ernte. Also du wirst ernten, definitiv. Und die Zahl 11, also der Monat 6, der Monat 11 könnte wichtig werden. Der 11.6. könnte wichtig sein. Dann haben wir noch die 69, ja, die 96, die 91, die 61. Vielleicht sagen dir die Zahlen was, 116, 119. Und dann kann es sein, dass du die 169 in deiner Postleitzahl hast oder die 169 in deiner Telefonnummer hast. Ja, das kommt mir hier auch rein. Etwas geht zu Ende, höre hier auch auf Freunde. Ja, und hier haben wir noch Jungfrau. Wie gesagt, du wirst hier ernten, goldene Botschaften erreichen dich. Ja, also hammergeiles Reading, ihr Lieben. So, jetzt schauen wir noch auf die Charms und dann machen wir Schluss, ihr Lieben. Gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben das N und das A. Na, hier kommt jemand an und fragt, na? Na, wie geht's denn? Und hier ist das G noch. Also, ja, kann auch sein, dass es mit jemandem mit G zu tun hat. Hier hat jemand, vielleicht hat auch etwas an dir genagt, ja. Also mir kommt auch das Nagen rein. Hier nagt etwas an jemand anderen. Hier möchte sich vielleicht auch jemand bei dir entschuldigen. Hier haben wir die Musikbotschaften mit der Gitarre. Hier geht es um die Heilung. Die haben wir jetzt wiederbekommen.
Hier haben wir das Herz. Es geht natürlich um Herzensangelegenheiten oder um etwas, was dir am Herzen liegt. Auch die Herzgesundheit kann hier wichtig sein. Und du kannst dieses Wochenende besonders gut mit Heiltönen arbeiten. Ja? Heiltöne können dich dieses Wochenende super unterstützen. Dann haben wir das Kleeblatt, das Vielblättrige. Ja, das ist wirklich der Hammer, weil hier wirklich diese goldene Botschaft auch nochmal untermalt ist. Dann habe ich hier eine riesengroße Miezekatze. Es kann sein, dass du wirklich eine Katze hast. Es kann sein, dass zum Beispiel auch eine Katze krank war. Ja, Herzgesundheit zeigt sich hier eventuell an. Vielleicht bist du da auch auf Ursachenforschung. Ja, vielleicht wäre es hier sinnvoll, mal das Herzchen untersuchen zu lassen. Ist nur ein kleiner Nebenimpuls. Ich ersetze niemals einen Tierarzt, ja, oder einen Arzt. Immer wichtig, wenn ihr Symptome habt oder auch euer Tier, immer zum Arzt gehen oder zum Tierarzt. Ja. Das zeigt sich mir hier aber auch nochmal an. Ich habe hier aber auch für einige wirklich, dass du eben eine Katze hast als Haustier. Das könnte hier auch noch für dich wichtig sein. Und hier haben wir noch die Schildkröte, die für die universelle Kraft steht, für die Gerechtigkeit, die zu dir kommt. Und hier haben wir, und das ist witzig, hier haben wir die kleine Maus. Ja, hier hat etwas genagt. Ich sag ja, hier war etwas im Mangel. Und quasi die Katze fängt ja die Mäuse. Ne? Also ich habe hier wirklich so auch dieses Katz-und-Maus-Spiel, was mir auch reinkommt. Ja, was es hier war, on-off. Und wie gesagt, das geht jetzt hier raus, das geht hier in die Heilung und hier wirst du auch etwas, wie gesagt, erfahren. Und hier haben wir nochmal den Baum, der für das Wachstum steht, für das Leben, ja. Und gleichzeitig habe ich auch für die Energie und Gesundheit, ja. Vielleicht hast du auch momentan irgendwie so das Gefühl, dass es dir, wie gesagt, an Kraft fehlt oder auch gesundheitlichen Problematiken, ja. Da sehe ich auch, hier kann sich etwas verbessern, hier kommt etwas in die Stabilität, ja. Hier kommen gute Nachrichten auf dich zu. Auch das haben wir hier nochmal. Ja. Gut, ihr Lieben, damit belasse ich es auch. Also es ist ein super geiles Reading. Achtet mal so ein bisschen auch auf die Musik, die euch jetzt so begegnet. Ja, Musikbotschaften, auch das Hobby Gitarre könnte hier wichtig sein. Vielleicht spielt jemand von euch Gitarre, ja. Und es kann sogar auch sein, und das bekomme ich jetzt auch rein, dass jemand wirklich ein Reptilienliebhaber ist oder auch eine Schildkröte tätowiert hat. Ja, und die Schildkröte könnte tatsächlich irgendwie am Knöchel sein. Ja, das ist eine Tätowierung, die mir auch noch reinkommt. Für den einen oder anderen kann das wichtig sein. Juti. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank für jedes Like, für jedes Abo, was ihr mir da lasst und für jedes Kommentar. Damit unterstützt ihr ganz, ganz doll meinen Kanal und ich freue mich riesig darüber. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über viele Likes, Abos und Kommentare, die ihr mir da lasst. Und ja, danke, danke wirklich von ganzem Herzen. Für alle, die noch neu auf meinem Kanal sind und es noch nicht wissen, mich gibt es noch bei Facebook. Da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage stellen unter Janina Sternstunde, wenn ihr mögt. Und ich mache keine persönlichen Legungen. Alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox unter dem Video. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.